Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Wir legen direkt los. Ich muss bloß kurz Befehle erteilen, das sollte relativ schnell gehen. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier der... Ich gehe mal von aus, dass die russische Vorhut ist, die unten kommt. Der Kern wird sicherlich noch nachrücken. Das wäre zumindest das, was die russische Doktrin vorgibt. Da habe ich übrigens mal einen kleinen Tipp für euch. Wenn ich mal so Militärbegriffe erkläre und ihr wisst nicht genau, was ist, schau mal, wie ich es schaffe. Ich werde jetzt hier einen Kanal einblenden, da könnt ihr mal vorbeigucken. Da ist ziemlich viel gutes Zeug zu entdecken, was die russische Kampfdoktrin war in den 80er Jahren, wie Einheitenverbände aufgebaut sind, wie die Einheiten-Symbole, also die NATO-Symbologie, sich eigentlich zusammensetzt, erklärt wird, dieser sogenannte Niehorster Dialekt. Wobei ich spreche in Bildern eher einen anderen Dialekt, der ist ein bisschen gemischt aus verschiedenen Darstellungsformen. Aber da kann man ganz gut mal Hintergrundinformationen, die sind wirklich toll gemacht. Tolle Animationen drin, also wirklich hochklassig. Gerne mal vorbeischauen. So, was wollte ich machen? Gut, die sind ja hier immer noch in Screen Orders. Das macht der Move Hasty. Ah, er hat sich quasi selber den Befehl, habe ich nicht erteilt. Das heißt, ich hatte ihn hier auf Screen gesetzt. Der Feind kommt ihm zu nahe. Er zieht sich einfach ein bisschen zurück. Wir können mal gucken. Aber von da aus, was er da für einen Sichtbereich hat. Naja, kann immer noch hier runterschauen zumindest. Nicht optimal, aber nicht verkehrt. Sei ihm gegönnt. Der zieht sich auch schon zurück. Aber wir haben hier direkt jemand sitzen, der das gut spotten kann. Dann ist mir vorhin noch mit Erschrecken aufgefallen, dass mein erster Zug, zweite Kompanie, 151. Panzerbataillon, hier unten ist in Rot, ist zu weit vom Headquarters weg. Die muss ich also noch ein bisschen bewegen. Die können wir eigentlich da schnell vorbewegen. Setze ich die dahinter. Ist er da näher dran? Nee. Ich muss dann schon hier rüber gehen. Ah, das machen wir auch. Und auch Screen. Flak ist in Stellung. Die Jaguars, was haben die für ein Schussfeld? Ja, sehr gut. Die können von da oben noch gut wirken. Gut. Und die drei Positionen, die sind jetzt mittlerweile schon vom Gegner aufgeklärt. Er hat auch erst vor kurzem Befehle erteilen können. Wo ist es denn? Ich muss immer noch ein bisschen länger suchen. Ah ne, es dauert noch ein bisschen. Was ich machen kann, das Wetter ist ja momentan klar. Es ist hell mit um 13.27 Uhr. Ich werde ein Smokescreen legen. Und zwar dahin, dahin und dahin. Die wird dann nacheinander abfeuern, die Feuerbefehle. Also zuerst auf die Position 1, dann auf die 2, dann auf die 3. Warum lege ich auf meine eigenen Panzer Rauch? Es liegt daran, dass die Leo 2s Thermalsichtgeräte haben. Das heißt, der Rauch behindert sie nicht. Sie können den Rauch quasi hindurchsehen. Die Russen allerdings, die russischen Panzer haben das nicht. Das bedeutet, meine Panzer verstecken sich dann eigentlich relativ gut. Wir können mal reingucken, ob es in den Informationen drin steht. Bestimmt sogar. Was haben wir denn? T-84 Panzer. T-64 meine ich. Armament. 125mm Kanone. Night Vision, Night Amplification haben sie als Sensor. Also sie haben Nachtsichtgerät mit Restlichtstärke. Der Rangefinder, der bringt den durch einen Smokescreen auch nichts. Das bedeutet, wir können sehen, der Gegner nicht. Ich frage mich jetzt nur, ob ich mit dem auch eine Barrage legen kann. Kann ich die Zeit verzögert schießen? Ja, die kommen ja eh zeitverzögert, aber... Barrage Delay. Kann ich echt eingeben. Ja. Weil der Rauch hält, glaube ich, nicht ganz so lange. 20 Minuten wird er nicht ganz halten. Das heißt, an Position 1 kommt der Rauch an um 13.32 Uhr, also 5 Minuten. Wie lange wird der halten? Tatsächlich weiß ich es nicht.
1332, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Ja, sagen wir mal, der hält 10 Minuten. Ist zwar viel. Ach, haben wir 8 Minuten drauf, dann haben wir 1,40. Zweite Zeit ist 1,523. Es schadet nie, einen Stift und Papier dabei zu haben. Ich könnte mir solche Zahlen nicht merken. Gut, jetzt weiß ich die Zeiten, wann der Rauch hier aufschlägt vom ersten Mörser. Ah, nee, der soll eigentlich einen Feuerauftrag übernehmen. Hier drüben. Ja. So, wie man es hier sieht, ich habe mehrere Möglichkeiten. Harassing Fire ist eigentlich nur so ein Störungsfeuer. Bewirkt allerdings beim Gegner, dass die Readiness sinkt. Suppression Fire. Ja, ist dafür gedacht, den Gegner niederzuhalten, dass er sich nicht so bewegen kann, Bewegungsfreiheit darunter leidet und seine Readiness nimmt da auch ab. Es braucht allerdings mehr Munition und Neutralizing Fire ist natürlich, klar, wie der Name schon sagt, zum Neutralisieren. Da wird wirklich viel Munition verbraucht, hat natürlich aber auch verheerende Effekte auf der gegnerischen Seite. Ich glaube allerdings, dass mir ein Harassing Fire, wo ich den Gegner einfach möglichst nur behindere, am wertvollsten ist. Genau, die Panzer lassen wir hier stehen. Da wird Rauch draufgelegt. Mal gucken, wie effektiv das ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Hauptquartier hat die Order, darunter zu ziehen. Das ist richtig so. Ich frage mich, ob ich mit dem weiter voraus noch aufklären soll. Wie lange braucht denn der darüber? Move hasty. Was würde denn das sagen? Screen. Um 14:42 würde der erst losfahren, oder wie sehe ich das? Ja, oder um 14:42 plus ist er da. Das heißt, in über einer Stunde. Frage ist, ob von hier unten auch Gegner kommen können. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Spiel gespawnt wird oder nicht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Das halten wir hier unten. Den Zugang unter Beobachtung, hier oben müssen sie eh durch, da bleibt nicht viel anderes übrig. Gut. Und Verstärkung kommt in 12 Minuten, das heißt bei unserem nächsten Command Cycle können wir dann auf die Panzerkompanie, die hier ankommt, zugreifen. Die werden wir dann hier oben verteilen und da kann ich mich mit den Panzern einfach schon mal zurückfallen lassen. Ja, legen wir los. Los geht's. Das da oben sind übrigens Flugabwehreinheiten gewesen, die hier oben bei meiner, beim dritten Zug zweite Kompanie schießen. Mobile SAM-Batterien, also Boden-Luft-Raketen. Das andere sind ja, 20 mm Vierlingsflachs, glaube ich. So, die Jaguar schießen zum ersten Mal. Ein T-64 zerstört. Oder ausgeschaltet oder einfach auch nur bewegungsunfähig geschossen. Es muss nicht heißen, dass Kills oder Meldungen, dass die akkurat sind. Es muss nicht unbedingt heißen, dass der wirklich zerstört ist. Es kann auch heißen, dass der sich vielleicht sogar aus eigener Kraft wieder zurückverlegen kann. Oder eventuell im späteren Kampagnenverlauf geborgen werden kann, repariert werden kann. Denn es gibt immer nächste Schlachten natürlich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich bei der Kampagne auch immer wieder derselben Einheit gegenüberstehe. Also diesem Garderegiment dort. Das war jetzt meine Smoke Mission. Ja. Jetzt kommt hier die Harassing Fire. Also Störungsfeuermission. Wie gesagt, da rechne ich jetzt nicht mit großen Verlusten. Da geht es einfach nur darum, dass ich die Kampffähigkeit schwächen möchte. Schade war, dass allerdings in dem Stack nur... Aha, da unten kommt also weitere Infanterie. Und zwar schon abgesessen. Es könnte gut sein, dass sie sich hier unten durch den Wald... Kann ich da jetzt mal schauen. Hier war kurz abgesessene Infanterie. Machen wir mal das andere Farbe. Hier habe ich die gesehen.
Könnte echt gut sein, dass die sich hier drüber durcharbeiten, um in meinen Rücken zu kommen. Würde ihnen aber wahrscheinlich nicht viel bringen. Und in 20 Minuten kommt da oben eine Panzerkompanie. Ja gut, ich denke mal, können weitermachen. Das. Aber 3 Stück. Ganzes Bataillon. Oh, das tat weh. 2 Jager zerstört. Ich habe die auch auf Hold Orders gesetzt, das heißt, sie werden sich nicht allzu schnell zurückbewegen. Ja, die Jaguar muss ich da rausnehmen. Die treffen zwar wirklich gut. Der Gegner zum Glück auch nicht. So, jetzt greift die Leos auch mit ein. Jetzt hier drüben rechts kann man sehen, jetzt sind wir gleich beim Befehlszyklus der Russen. Die dürfen jetzt quasi da neue Befehle erteilen. Das heißt, die können jetzt wieder darauf reagieren, was ich gemacht habe. Ich kann Gott sei Dank aber auch schon in 10 Minuten auch wieder reagieren. Die Feuermissionen von meinen Mörsern sind aber wirklich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass schon längst Nebel liegt. Uhr. Ach, um Gottes Willen. Sehe ich's ja erst. Hatte ich mir die Zeiten extra aufgeschrieben. Und dann falsch aufgeschrieben. Das Harassing Fire von der zweiten Sektion. Panzer habe ich zum Glück noch keine verloren. Sind jetzt auch geschützt hinter der Nebelbank. So, jetzt greift unsere Panzergrannys greifen auch mit ein. Die sind mittlerweile gut verschanzt. Ach, das Panzerbataillon da oben kommt. Die Kompanie da oben, die erste. Ich hätte gehofft, die dritte Kompanie kommt. Unten hätte ich natürlich nachschauen können. Hätte meine Entscheidung, die Panzer jetzt noch da vorne stehen zu lassen. Da steht aber, was alles gekommen ist. Ja, genau. Komplette erste Kompanie. Und die Feldartillerie. Tja, hätte ich mehr Aufmerksamkeit drauf legen sollen, weil dann hätte ich die zweite Panzerkompanie schon längst da abgezogen. Ich dachte, ich kann es da runterziehen, drüben auf den Balkon. Gut, da unten haben wir jetzt auch 2 Kompanien. Ich glaube, die werde ich jetzt einfach mal auf meiner Karte nachtragen. Das mache ich jetzt. Pause sein. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Gut. Ich habe noch extra. Hier drüben, genau. So. Jetzt muss ich das noch finden, welche das sind. Gruppe. Also, eine habe ich gesagt, habe ich eh schon zerstört. Die nehmen wir weg. Dann, meine Kompanie ist weg. Da unten habe ich, glaube ich, gerade 2 Kompanien gesehen. Da drüben haben wir auch mindestens 2 Panzerkompanien. Und dann haben wir hier unten
Na? Drei Infanterie gesehen. Auch Kompanien. Wie man schon sieht, bei den Russen sind, sind die Einheiten im Prinzip immer eine Nummer größer. Also was bei mir als kleinste Einheit die Züge sind, die Platoons sind, sind es bei den Russen bereits schon die Kompanien. Dann erstens mal haben sie natürlich einen Angriff, um die Chancen eines Angriffs zu erhöhen oder überhaupt möglich werden zu lassen, muss man natürlich schon immer ein gewisses Stärkeverhältnis, Kräfteverhältnis verfügen. Unter anderem aber auch, jetzt habe ich hier das Fenster ein bisschen verschoben, unter anderem auch von der Doktrin her waren Kompanien zu dem Zeitpunkt auch wirklich das kleinste Manöverelement. Wenn es bei der NATO schon bis auf den Zug runterging, die mit wesentlich kleinerer, besserer Ausrüstung auch durchaus immer guten Gegenwehr gegen eine Überzahl an Panzer hatten. Eine Infanterie haben wir noch hier gesehen. Gut. Ziehe jetzt noch schnell runter. Einfach nur, dass ich es nicht vergesse. Ich würde fast sagen, wir haben jetzt momentan auf beiden Wegen eine identische oder eine ähnlich große Anzahl von Feindkräften. Hätte ich jetzt eigentlich komplett vergessen umzuschalten. Ja, wahrscheinlich schon. Ich zeige es euch jetzt nochmal ganz kurz. Das tut mir sehr leid. Was ich gemacht habe, ist im Prinzip einfach hier aus meiner Reserve drüben rechts eine Einheit habe ich schon mal komplett abgewählt, dass man sie nicht mehr sehen kann. Und die anderen habe ich mal dahin verteilt, wo ich jetzt die Feindkontakte hatte. Dann weiß ich so ungefähr, wo was ist. Momentan würde ich sagen, bewegen sich auf beiden Flügeln ähnlich viele Einheiten. Gut. Kleiner Fehler meinerseits. Tut mir leid. Ich bin noch in einer Übungs- und Findungsphase. So, weiter geht's. Müsste jetzt eigentlich noch die dritte Rauch-Feuer-Mission kommen. Kommen jetzt aber auch schon ganz schön nahe. Umso näher die russischen Panzer kommen, umso gefährlicher werden sie. Mein Jaguar-Zug habe ich ja schon komplett verloren. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Sie wurde zurückgezogen da vorne. Ich habe hier aber auch eine gute Sperre. Ah ja, also meine Feldartillerie. Die ist jetzt gekommen. Ich konnte ihr noch keine Befehle. Die ist aber auf On Call. Und irgendjemand hat jetzt quasi hier Feuer gerufen. Also Feuer dahingelegt. Offensichtlich treffen wir auch was. Und zwar wird es das Counter Battery Fire sein. Also da haben entweder durch Funkverkehr oder wie gesagt Schallmessverfahren aufgeklärt, dass da eine feindliche Einheit ist oder feindliche Artillerie ist. Könnte auch ein Hauptquartier gewesen sein. Erinnert mich daran, dass ich meine Hauptquartiere vielleicht auch mal ein bisschen verlegen muss. Denn die sind sehr, sehr wertvoll, um den Befehlszyklus niedrig zu halten. Und dass Befehle natürlich auch schneller an die einzelnen Truppenteile gelangen und ausgeführt werden können. Ja, die sind gut eingegraben, die machen das gut, die Jungs. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Was ist denn hier eigentlich? Hat der immer noch die Smoke Mission? Nee. Der hat sich jetzt selbstständig Befehl gegeben, sich zurückzuziehen. Munition hat er noch genügend. Das ist jetzt so ein Manöver, er wechselt quasi den Platz, um einfach von feindlicher Artillerie nicht beschossen werden zu können, für den Fall, dass die eben auch schon aufgeklärt sind. Was gut sein kann, das lasse ich ihn jetzt auch machen. Er spricht nichts dagegen. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Feuerreichweite? Okay, deckt das ganze Feld ab, die müssen wir also nicht bewegen. Die lassen wir aber auch mal
Ich würde sagen, einfach on call. Die darf selbstständig angefordert werden. Hier müssen wir auch nichts machen, hier bleiben wir auch. Der hier von Auftrag. Den lassen wir auch auf Encore. Ja. Oder legen wir nochmal Rauch. Habe ich nicht mehr verschossen. Gute Frage. Wir lassen ihn da. Und legen jetzt mit dem Rauchteppich. Rauchfrage, wann kommt die? In 22 Minuten kommt es. 32 Minuten kommt das nächste Panzerbataillon. Ja, ich glaube, ich muss die da einfach lassen. Muss ich wieder löschen, den Auftrag. Geht. Schweren Herzens befürchte ich, muss ich meine Panzer da noch stehen lassen. Die Frage ist nur, wann hat der Russe alle seine Befehle noch erteilt? Der wird sich hier hoch bewegen. Wie haben wir denn von hier aus Sicht? Von da. Auch ziemlich gut. Ich lege jetzt einfach nochmal ein Smokescreen. Die ist on call. Die ist on call. Da oben haben wir jetzt unsere erste Kompanie. Wo verlegen wir die hin? Also im Norden sieht es eher weniger bedrohlich aus. Hier auf diesem Kamm. Zumindest eine Einheit. Sieht es hier aus. Jetzt hatte ich hier quasi schon mal einen zweiten Abwehrregelaufbau. Aber da kommt man natürlich wirklich schlecht hin über den ganzen Berg mit den Panzern hochfahren. Das wird ewig dauern. Ja. Wir werden jetzt einfach erstmal rüber in den, darüber verlegen. Für Bischofsheim. Was machen wir denn für einen Bereitstellungsraum? Auch müssen wir abchecken, ob ich hier nicht irgendwo Probleme mit, die von der gespottet werden können. Nee. Die kann ich da eigentlich ganz gut hinlegen. Ich mache jetzt auch bewusst extra 3 Wegpunkte, weil später kann ich die immer noch editieren. Dann, was haben wir hier? Zweiter Zug. Den stellen wir erstmal in unterweißen Boden ab. Was ist hier die Headquarter-Einheit? Ja, das ist Headquarter. Das muss ich weiter zurücklassen. Zweite fährt dahin.
komm, fährt der auch mit darüber. Dann haben wir die dritte. Dritten Zug. Den setzt man nach Weißenbrunn. Und vielleicht stellen wir den noch irgendwo. Was hat denn der da für eine Sicht? Schauen wir mal. Naja, das bringt alles nichts. Ich glaube nicht, dass der da oben noch mit durchbricht. Ich ziehe den einfach mit. Mit dem Rest. Hier runter in den Bereitstellungsraum. Gut. Dann legen wir los. Die Bewegungsmarker möchte ich noch ausmachen. Gut. 17 Minuten. Ich muss wirklich froh sein, wenn da keiner von meinen Panzern getroffen wird. Okay. Jetzt haben wir auch die ersten Hubschrauber. Ich gehe mal davon aus, dass es... Ja genau, zwei Aufklärungshubschrauber. Unser Gepard stand aber ziemlich gut. Ja, die versuchen sich im Wald vorzubereiten. Mutig, mutig. Ich bin dann trotzdem froh, wenn möglichst bald der Rauchteppich fällt, der Nebelvorhang. Sieht schon, dass ich schon die dritte oder vierte Runde würde da reinfeuern. Da tut sie noch nicht viel. Also Infanterie in Städten oder im Wald verschanzt, eingegraben. Können ordentlich was. Bei den russischen Einheiten sieht man übrigens auch, dass sie einen Assault Order haben. Also das, die Informationen kann ich noch entnehmen. Das würde bedeuten, dass wenn sie mir nah genug kommen, auch in mein Feld, in mein Hexfeld mit reinfahren können. Beim Deliberate Move würden sie quasi immer mindestens am nächst angrenzenden Feld stehen bleiben und nicht eigenständig in das gegnerische Feld hineinfahren dürfen. Ja, also mal ganz ehrlich, ich glaube, dass da gar nicht mehr so viel passieren wird. Ich glaube, der Hauptangriff hat sich da schon festgesetzt. Könnte gut sein, dass meine wagemutige Entscheidung, mit den Panzern unten so weit vorzustoßen am Anfang, wagemutig, aber wohl es genau das Richtige war. Denn wir haben hier einen richtigen Flaschenhals. Der Russ hat eigentlich auch überhaupt keine Chance auszuweichen. Er muss da durch. Wieder zwei T-64 weniger. Infanterie schießt wieder mit der Milan. Auch sehr treffsicher. Wieder eine Kompanie weniger. Ich glaube, ich muss direkt auf der Karte nachher zwei Panzerkompanien des Gegners rausnehmen. Da das die erste Mission ist, kann es gut sein, dass das generell alles eher noch Abteilungen Vorauskräfte sind. Und der Hauptangriff auch erst noch erfolgt, weil tatsächlich ist es. So viele rote Horden sehe ich jetzt derzeit noch nicht. Das ist, glaube ich, unsere Rauchmission, Nebelmission. Ja, sehr gut. Das ist sehr schön. Damit sind sie quasi unsichtbar für den Gegner. Ja, jetzt ist der Zugführer auch wieder unten, der Kompanieführer. Bin gespannt, wann der Gegner aus Süden auftaucht, der da hier diese Startstraße 288 oder was das ist, hochfährt.
Egal, das mit dem Rauch hilft sehr. Ich bekomme überhaupt kein Gegenfeuer mehr da oben. Da unten. Jetzt ist der Rauch weg. Jetzt könnte es dann gefährlich werden. Allerdings habe ich meine Mörser auch noch eine Feuermission dahin beordert. Ich hoffe, die kommt möglichst bald. Ja, die Jungs vom dritten Zug sind super. Wir gehen jetzt noch nicht mal näher als einen Kilometer rangekommen bis jetzt. Ah, die zweite Kompanie räumt ordentlich auf da unten. So, die Mörserabteilung ist jetzt auf On-Call gewesen. Das heißt, irgendeiner hat jetzt quasi da den Feuerauftrag erteilt. Das gilt ebenfalls für die Feldartillerie. Ich denke mal gucken, was das ist. Das M110, ist das 105 mm oder 115? Muss ich direkt mal nachschauen nachher. So, die Artillerie hat immerhin 2 T64 erledigt. Ich nebenbei mal schauen, was die Feldartillerie eigentlich für ein Kaliber hat. Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Wo war sie da, oder? .203 mm. Nicht schlecht. Also ein sauberes Geschütz. Dauert eine Mission insgesamt eigentlich noch. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt den Russen wirklich schon extrem schwere Verluste zugefügt habe. Wir sind noch nicht ein Stück näher gekommen. Das mit dem Rauch klappt hervorragend. Eine Stunde 57 ist jetzt vorbei. Noch 5 Stunden verbleiben noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Russe noch 5 Stunden lang angreift. Jetzt liegt wieder auf allen 3 Panzerzügen Rauch. Besser konnte es nicht laufen. Noch keine Verluste gab diese Runde. Ja, das ist mal ein Massaker da. Ja, also bis jetzt hat sich die recht genaue, wenn auch, muss ich ja zugeben, relativ einfache Analyse hier des Geländes. Da gab es wirklich nicht viele taktische, strategische Optionen. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Wahl meiner Position. Die Zeit, die Karte zu studieren, hat sich da wirklich gelohnt. Ich muss momentan auch gar nicht groß steuernd eingreifen. Die Talsperre da oben funktioniert hervorragend. Das hier unten auch, wobei da werde ich mich jetzt dann doch mal irgendwann verabschieden müssen, wahrscheinlich. Denn Rauchmunition habe ich, glaube ich, momentan keine mehr übrig. Muss dringend mal dafür Nachschub sorgen bei den Mörsern. Aber zwei Truppentransporter und 2 Schützenkompanien neutralisiert. Nochmal.
die armen Schweine können auch nicht mal zurückschießen. Das wäre jetzt auch ein schöner Haufen da für die Artillerie, wobei ich glaube, so groß sind die Einheiten nicht mehr. Von der Mannstärke her. Sehr schön. Das ist auch wirklich schon Unmengen an Infanterie verloren. Bis da mal kurz in der Statistik anschauen, wie viele zerstörte Panzer meine Einheiten eigentlich schon gemeldet haben. So, the game resolution phase is now over. Wir werfen nochmal einen kleinen Blick. Report kills and claims. So, ist hier was für den Excel-Tabellen-Liebhaber. 14 Recon-Einheiten. Kein Hubschrauber wird gemeldet. Das wundert mich. Wurde zwar abgeschossen. 59 Panzer. 38 mechanisierte Infanterie. Wahrscheinlich Fahrzeuge. 10 Hauptquartiere. Boah. Was ist denn das? Dritte Zug, zweite Panzerkompanie. 26 feindliche Panzer zerstört. Ja, sehr gut. Ich befürchte, das muss ich jetzt zugeben, für den Spielverlauf ist es wahrscheinlich nicht so gut. Denn meiner Erfahrung nach haben jetzt die Verluste der Russen doch schon echt einen hohen Schwellenwert erreicht. Der wird wahrscheinlich auch relativ bald zusammenbrechen. Aber ich gehe davon aus, der Schwierigkeitsgrad wird in der nächsten Mission sicherlich noch zulegen. Das ist natürlich alles in die Kristallkugel geschaut und ja, ich denke mal, mit der Mission wird es relativ bald vorbei sein. Es würde mich freuen, wenn ihr da auf alle Fälle auch noch mit dabei seid. Ich versuche es so interessant und spannend zu gestalten, wie es mir möglich ist. Ich hoffe, ich kann ein bisschen rüberbringen, was das Spiel so faszinierend macht. Gegen Computer ist das alles natürlich immer so ein bisschen gedämpft. Gegen menschliche Gegner, muss ich allerdings sagen, macht das Spiel nochmal deutlich mehr Spaß. Und da ist die Freude auf die nächste Zugphase nochmal deutlich größer. Bevor ich mich verplapper, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Servus und bis dann.